Ja, ich würde eigentlich Allrad, habe ich jetzt anscheinend ja nicht. Lockerer Rundkurs oder stabiler Rundkurs? Ich fahre jetzt. So, erstmal gechillt fahren für eine fliegende Runde. Ich schieb den vor mir gerade schon. Es gibt die quadratischen und es gibt die mit dem riesen Auspuffrohr und die anderen. Die anderen bist du. Echt? Okay. Wow. Ah ja, der vor mir ist ultra leise. Ich glaube, das sind die Autos wirklich. Der vor mir zischt nur ganz doll. Klingt wie eine Gasturbine. Oh. Gut, dass ich neben dem war. Bin ich einfach, pass auf, hier ist einer abgeflogen hier. Ich erwarte, dass du plötzlich stehen bleibst. Das ist auch noch ein großer Nachteil in dieser Klasse. Keine Bremslichter. Oh. Ah, neben mir kommt der Abrams. Vom Geräusch her. Ich höre die Gasturbine. Ah, Reifen! Ich habe einen Reifen abgefahren. Ich habe einem den Reifen abgefahren. Ah, ich werde aufgehalten. Was? Die anderen haben zwei Gänge. Ich hab gedacht, nee, zwei Gänge, das geht zu viel Arbeit. Was, die haben zwei Gänge? Was? Die anderen haben zwei Gänge, dein Auto hat zwei Gänge. Was sind das, das für Motoren? Und mein Auto hat einen. Da musst du mal in den Showroom gucken, da kannst du dir bestimmt alles anschauen. Nee, ich hänge ja andauernd da irgendwelchen da hinten. Dann war es ja doch gut, dass ich die überholt habe. Ich habe nämlich freie Bahn. Wie vorhin auch, nachdem ich da in der Box stand, da hatte ich auch freie Bahn. Nein, ich bin raus. Sich die Box schleppen lassen? Ist eine Option. Nein, ich bin vom Kurs geflogen. In der Kurve rausgeflogen, weil er hat mich außen abgedrängt. Also meine Zeit kann nicht so schlecht sein, weil ich bin wieder an den dran.
mich 3-4 Sekunden gekostet jetzt. Ah, da ist der Reifen, den ich von jemandem abgefahren habe. Ja, die. Wenn man das erstmal raus hat, dass man, die man Gas geben muss, dann fahren die eigentlich gar nicht so schlecht. Das ist halt ziemlich ein Kraftakt, jetzt um die Kurve zu finden hier. Das ist so ruhig. Also in Kurven musste wie ein rohes Ei Gas geben bei meinem. Und dann Kurve raus, Vollgas und gegenhalten. Nö, ich kann hier voll drauf laden. Ja, du hast doch den Allrad. Ja. Ja, das ist der Allrad. Nee, ich habe mich verklickt. Also ich habe nicht bestätigt. Nach der Lackierung. Ich habe nur die Lackierung geändert. Also ich fahre gerade mit meinem geliebten Heckantriebler. Bei 20. Hab mich verbessert. Nee, Peter Out ist vor mir. Der sollte mal out fliegen. Ist der Stefan dann wieder dabei? Meinst du Sven? Sven? Weiß ich nicht. Der aus dem Training, oder was? Nee, ich glaube nicht. Erste Regel, nicht auf den Curbs Gas geben. Für dich oder für alle?
Ah, ich habe mich nochmal um 2 Sekunden ver- 0,2 verbessert. Ich bin 2,19. Ja, mal gucken, wo ich starte. Doch. Also jetzt fahre ich aus. Jetzt bin ich KI. Okay. Ich bin noch man sah, wenn es immer voll ist und wenn alle verkacken, ja, weil sie 2 Sekunden zu spät drüber sind. Ja, genau. Ich habe Baku heute übrigens geschafft. War am Ende knapp, weil ich bin trotzdem, ich bin einmal ist mir Weber hinten reingefahren, das ist der aus dem Formel 2. Mein ehemaliger Teamkollege hat mir den Frontflügel kaputt gemacht. Da war die Aerodynamik hin, aber ich musste E-Box machen. Von schnellen Reifen auf Mediums wechseln. Dann hatte ich noch 8 Runden vor mir und ich knall natürlich wieder gegen eine Wand und verliere den Frontflügel. Hatte zu dem Zeitpunkt aber 8 Sekunden Vorsprung. Konnte den aber nicht ausbauen, weil die anderen noch nicht in der Box waren. Ich aber schon. Das heißt, ich war quasi irgendwie 8er oder so. Aber theoretisch 1er. Da sind die Ferraris vorweggefahren. Haben gut gemacht, also ein Undercut. Dann sind die in die Box und kamen knapp hinter mir raus und haben mich gejagt. Am Ende waren 2 Sekunden von mich auf Leclerc. Aber es war knapp. Oha. Oh, ich bin Dritter! Ich hoffe, ich bin Dritter. Wie kann das sein? Siehst du, ich habe den Kastenwagen und du hast. Den mit dem Auspuff. Zwei